What the fuck? What the fuck? Taschenlampe. Können wir bitte wieder raus? Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Infliction. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Leute, ich bin überzeugt, dass wir diesen Part einiges mehr herausfinden werden, was hier in diesem Haus abgeht. Das letzte Mal haben wir komische Geräusche aus dem Kinderzimmer von der Mary gehört. Und ich habe mich das letzte Mal zwar nicht getraut, da reinzugehen, aber ich glaube, dieses Mal wird kein Weg daran vorbeiführen, das zu machen. Und ich glaube, wir starten auch gerade dort. Ich will das echt hinter mich kriegen. Das letzte Mal haben wir so... Da hat einer geflüstert schon wieder. Das haben wir das letzte Mal schon gehört. Scheiße. Verdammt. Okay. Leute, wir müssen da rein. Es ist jetzt scheißegal. Licht anschalten, komm schon. Wieso? Unterm Bett ist nichts. Doch, da unten liegt was. Guck mal, da unten liegt was. Natürlich muss die hier so gruselige Packe. Was geht hier ab? Scheiße. Wir brauchen ja immer noch die Tickets für unsere Frau. Und... Okay, schalten wir mal wieder aus. Ich hätte es echt erwartet, dass hier was drin ist. Was hat denn hier so rumgeraschelt? Guck mal, da unten, unterm Bett war doch was. Kommen wir da dran? Nee, das könnte der Tagebuch oder sowas sein. Maggie, nicht Mary. Entschuldigung, Maggie heißt sie. Okay, den Code, den haben wir, wenn es der Code für die Tür hier ist. 5016. Nee. Hä? Nee, 0516. Entschuldigung. Nochmal dran. 05. Na ja. 0516. Perfekt. Ich hätte es halt echt erwartet, dass da was drin ist. Hey, ich muss unbedingt auf jeden Fall immer die Lichter anschalten, wenn wir in die Räume reingehen. Okay, das scheint das Büro zu sein, aber fragwürdig ist natürlich... Wieso haben die das Büro mit, mit einem Sicherheitssystem verriegelt? Was soll das? Neueste Tutorial geschaltet. Geh in... Menü auf Gameplay und Tutorials anzusehen. Guck mal, was haben wir hier? Okay, wir haben die Tickets gefunden. Nice. Okay. Finde die Flugtickets, erledigt. Was ist das hier noch? Nicht gut. Nicht gut. What the fuck? Hang on, what are you doing? What's with the mask? Entschuldigung.
gerade eine andere Grafik erwartet. Scheiße! Okay. What the fuck? Also der... Der hat unsere Frau umgebracht, okay. Und was müssen wir machen? Wartet mal kurz. Steige ins Auto und fahr weg. Ja, was anderes würde mir jetzt auch gerade nicht in den Kopf einfallen. Okay. Da war ein Gesicht. Verdammt, 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 verdammt. Da habe ich mich erschreckt ein bisschen. Ein klein wenig. Und tschüss, mach mal wieder zu. Können wir nicht wieder zurück? Habt ihr das gesehen? Da war ein scheiß Gesicht gewesen, Mann. Komm da raus, Bastard. Ich schwöre, diesmal gehe ich auf Angriff. Ist mir scheißegal. Mach die scheiß Tür zu. Ja. Da ist einer gelaufen. Okay, ich hab Gänsehaut. Ich zieh das jetzt durch, ist mir scheißegal. Hinter uns ist keiner. Die Tür, geht die auf? Die geht auch nicht auf. Wir müssen die Treppe runter. Wir müssen einfach die Treppe runter. Treppe runter und dann geradeaus, da ist die Tür. Den Code haben wir. Der Code war... Der Code war... 0... Was? Nein! Ich hab doch den Code! Hier haben sie mir den Weg versperrt. Licht geht nicht an. Okay, wir gehen ins Wohnzimmer. In die Küche. Abgesperrt. Geht nicht rein. Oh, die Tür ist offen. Geil. Was ist denn das? Ich sehe nichts. Der Keller. Nee, ich gehe nicht in den Keller. Kannst du knicken. Ich gehe wieder zurück. Scheiße, wir müssen da rein, oder? Ich renne jetzt sicher nicht auch zu diesem schreienden Baby. Wir sind beim Auto. Wir steigen jetzt da ein und hauen ab. Sind wir fertig? Fahr. What the fuck ist das? Nein. Oh nein. Der ist bei uns im Auto. Wir haben die umgebracht. Du kannst dich hinhocken, indem du... Ja, das weiß ich. Haben wir die umgebracht? Wir sind ins Haus, haben die Tickets geholt. Und dann haben wir am Computer diese Videoaufnahme gesehen, wie jemand unsere Frau umbringt. I'm stuck at the gate. You will be through. Just the two of us in here. See you soon. Nein. Ich kann nicht glauben, dass wir die umgebracht haben. Wieso sollten wir unsere Frau umbringen, wenn sie gerade schwanger ist? Finde einen Weg, den Geist zu bezwingen. Guck mal, da sehen wir unsere Fußspuren vom letzten Mal. Oder? Was? Kann ich das Video nochmal gucken? Sind wir jetzt gestorben? Nee. Oder sind wir jetzt irgendwie dazu verbannt? Immer und immer wieder dasselbe zu erleben? Bis wir den Geist von unserer Frau vernichtet haben? Erstmal eine Runde zocken hier, ha? Okay, wir müssen einen Weg finden. Vielleicht mit einem Toilettenreiniger. Vielleicht reichen die Gase von dem Reinigungsmittel aus? Um den Geist? Oh, ist das Kind schon wieder abgehauen? Ich hab der doch gesagt, die soll sich ein Bett kaufen mit metallverstärkten Säulen. Hallo? Ist da jemand? Hat schon wieder einer das Fenster aufgelassen, ha? Okay. Wir gehen mal ins Schlafzimmer. Sieht dezent anders aus als das letzte Mal. Aufräumen ist wahrscheinlich auch keine Option. Was war denn da nochmal für ein Zimmer? Guck mal. Vielleicht kommen wir auf den Balkon.
Kommen wir da rein? Diesmal drücke ich nicht die Spülung. Okay, okay, okay. Wir müssen den Geist besiegen von unserer Frau. Besiegen, vernichten, entfernen. Was auch immer. Dann müssen wir jetzt echt mal logisch an die Sache rangehen. Abgesehen davon, dass Geister unlogisch sind. Gut, raus kommen wir nicht. Okay, hier müssen wir lang. Da ist zu, da ist zu. Vielleicht können wir die Zigaretten verscheuchen. Das ist anscheinend auch so eine Art Wohnzimmer. Ah, da waren wir auch schon gewesen, stimmt, mit diesem ganzen Film. Kommen wir von da hier rein? Lasst mal gucken. Wie kann man einen Geist vernichten? Guck mal. Ich weiß es nicht. Können wir den nehmen? Die Stange hier? Nee. Okay, oben. Oben haben wir alles abgecheckt. Jetzt müssen wir noch hier unten irgendwas finden. Mit einem Messer vielleicht? Nee. Okay, 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 okay. Ich habe Schritte gehört. Ich habe rennende Schritte hinter uns gehört. Listen up. We've got some news hot off the presses. Tragedy has struck Pleasant Falls. A woman was found murdered in her home. She was brutally stabbed over 10 times. The victim's name was Sarah Powell. Sarah managed to make a call to 911 before she succumbed to her injuries. The primary suspect of this brutal murder is believed to be her husband, Gary Pout. He was found deceased only mere blocks away, slumped over the steering wheel of his car after a fatal collision with a tree. The murder weapon was found in the car with him, leading investigators to speculate that he crashed his car while fleeing the scene of the crime. The couple had a daughter believed to be 19 years of age, but police have been unsuccessful in tracking her down. If anyone knows the location, please contact Pleasant Falls PD immediately. It is also believed that Sarah is a victim to domestic abuse. If you or someone you know is suffering from domestic abuse, get help before it's too late. Okay, aber wenn der Ehemann tot ist, wer sind dann wir? Oder sind wir auch ein Geist? Listen up. We've got some news hot off the presses. Tragedy has struck Pleasant Falls. A woman was found murdered in her home. She was brutally stabbed over 10 times. Mann, das ist genau dasselbe nochmal. Wo ist denn das Radio? Sind wir... Ich verstehe es noch nicht. Weil der Kalender zeigt ja auch 1999. Aber da kam dann ja diese Geburtsurkunde von dem Baby, das auf, was war das, 1987 datiert war? Kommen wir raus? Nee. Ich glaube, kommen jetzt mit ein paar Cornflakes, die diesen Geist besiegen können. Ah, die haben ja zwei Kinder, stimmt ja. Vielleicht können wir sie mit einer Melone erschlagen, geht auch nicht, nee. Unser Toast ist fertig. Okay, die Tür ist jetzt aufgegangen. Ja, ja, alles cool. Ist hier was? June 6, 1999. My hands are shaking as I write this.
Maggie's gone. Michael's gone. And Gary's gone too. At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. And the beatings are getting worse and I'm running out of excuses. Okay, okay, okay. So tired. The lady next door came over yesterday. 6. Juni 1999. Meine Hände zittern, während ich das hier schreibe. Maggie ist weg, Michael ist weg, Gary ist auch nicht mehr da, zumindest nicht der Mann, den ich liebe. Es sind nur noch ich und dieses Monster in Gary. Seine Prügelattacken werden immer schlimmer und mir fallen keine Ausreden mehr ein. Ich bin es so leid. Die Dame von nebenan kam gestern vorbei. Sie musste etwas gehört haben. Sie wollte, dass ich die Polizei rufe, aber ich kann es einfach nicht. Ich liebe Gary so sehr. Er ist nie darüber hinweggekommen, dass Michael uns verlassen hat. Er macht mich dafür verantwortlich. Vielleicht bin ich schuld daran. Er hockt Tag und Nacht im Keller, seufzt und liest diese eigenartigen Bücher. Er ist nicht er selbst. Was soll ich nur tun? Ich will nicht aufgeben. Ich weiß, dass tief in ihm drin noch der alte Gary steckt. Ich werde da sein, wenn er sich zeigt. Es ist so verdammt schwer. Ich muss stark bleiben für ihn. Okay, der ihr Mann, also der Gary, den wir gespielt haben, der hat sie anscheinend geschlagen. Dann war das ja anscheinend nicht so eine harmonische Beziehung. What the fuck? Die Türklinke ist gerade. Hau ab. 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 Nein, 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 nein. Draußen bleiben. Gut so. Hä? Nein. Taschenlampe wieder anmachen hier. What the fuck? What the fuck? Taschenlampe. Können wir bitte wieder raus? Wir kommen nicht raus. Ich schlag dich nie mehr. Ich schlag dich nie mehr. Ich schlag dich nie mehr. Konstant, verpiss dich. Darf ich rauskommen? Nee, kannst mich mal. Tschüss. Ich bleib hier drin. Da kommen wir nicht raus. Da kommen wir nicht raus. Auch nicht? Auch nicht. Kunstwerk. What the fuck? I look in the mirror, I see only a mask. Nee, vor allem ich habe das Gefühl, das Haus verändert sich. Wir müssen durch den Keller. Oder zumindest durch die Garage. Warte mal, hier war alles zu, ne? Okay, da war alles zu. Wir müssen... Das Telefon klingelt, okay. 911, what is your emergency? I can't hear him. Are you in need of medical assistance? It stabbed me. I need you to stay still. I'm dispatching a patrol car and ambulance to your location. He's still in the house. I can hear him. Help will be there in 30 seconds. Please stay with me. Are you still there? Also hat sie es ja geschafft, den Notruf anzurufen. Ich mach's wieder sie nichts. Ich mach die Türen zu. Wow. Ich glaube, da sollen wir nicht rein. Können wir bitte irgendwas haben, womit wir einen Geist vertreiben können? Einen Exorzisten, am besten aus einer Kiste rauskramen. Irgend so einen Exorzisten. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. Okay, hier ist nichts. Vielleicht in dem Kühlschrank.
Ja, erstmal ein Bier, das tut gut. Oh nee, geht nicht. Okay, 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 Leute. Wir sind gesperrt. Wir sind eingesperrt. Gut, wenn wir eingesperrt sind, dann kann auch nicht so leicht einer bei uns reinkommen. Das heißt, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Part heute zu beenden. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Weekend... Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich würde mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, hoffentlich seid ihr am nächsten Tag auch wieder dabei. Haltet die Ohren steif, euer Neo und ciao!